Was glaubst du, wie man ein völlig neues Herz bekommt, völlig neu in Christus geschaffen? Was glaubst du, wie oft du dir dieses neue Herz nehmen musst, nehmen, bis es ganz dein ist? Glaub mir, Bruder, du wirst es dir jeden Moment nehmen müssen. Und glaub mir, du bekommst es nur, wenn du es dir nimmst, du es dir schaffst und deine Sehnsucht danach bis zum Himmel schreit. Glaub mir, Bruder, nimm es dir, es gehört jetzt schon dir. Nimm dir, was dir gehört. Bruder, ich kann lieben, glaub mir, 24-7 kann in deinem Namen liegen. Ganz entspannt, denn er wird liegen. Jesus, du bist mein Verlangen, werd dein Wesen jetzt erlangen. Durch das Wechseln meiner Rolle, beste Rolle, Christus-Rolle. Wir gehen in seine Rolle rein. Das ist die einzige, die es lebenswert ist in unserem Leben. Ja. Ist nur wichtig, dass du weißt, in uns den lebt Gottes Geist. Gottes Kraft ist unbeschreiblich, seine Liebe unwahrscheinlich, ohne Ende immer wieder. Noch mein Netz raus ist mir lieber, dir zu Ehren sing ich Lieder. Ruf sie raus, so wie ein Krieger. Wir rufen es raus, diese Kämpfermentalität ist die, die wir brauchen, die wir an den Tag legen müssen, dass sich hier etwas verändert, Freunde. Anders, wenn wir nur aus dem Fenster gucken, im Sessel uns lehnen, dann passiert einfach nichts. Wir müssen uns dieses neue Herz greifen, das Jesus uns zur Verfügung stellt. Jawohl, das ist die Realität. Und darin halten wir uns auf. Wir nehmen uns, was uns gehört. Amen. Darin halten wir uns auf. Schaff mir hier ein neues Herz, das neue Herz hol ich mir selbst. Passiv fällt sich in den Schoß und das Betten darum zwecklos. Von mir werfe ich die Vergehen, kann schon bald die Sonne sehen. Lass uns glauben, den ihm ruhen und am Ende wird's dann gut. Amen. Am Ende wird es gut kommen. Da bin ich gewiss. Danke, Jesus, dass du es schaffst in uns. Danke.